Hallo und willkommen zurück zum Let's Play FIFA 13 Ultimate Team. Wir spielen heute um den Meistertitel in Liga 2. Der Aufstieg in Liga 1 ist geschafft. Jetzt das letzte Spiel in Liga 2. Wird es der Meistertitel oder nicht? Wir werden es in spätestens 18 Minuten erfahren. Im Team F Your Dream, Team of Your Dream. Premier League, Cech, Clichy, David Luiz, Mbia, Sanja, Fellaini, Wilshere, Podolski, Kagawa, Nasri und im Sturm Balotelli. 4-2-3-1 die Aufstellung. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. So. Na hoppala. Also, Balotelli im Sturm. Auf Nasri muss ich aufpassen. Das könnte lustig werden gegen den. Und jetzt hier Ezekiel. Sehr schön durchgesetzt. Syriac. Oh. Schon die erste Chance von Syriac. Der muss jedes Spiel, wenn er spielt, ein Tor machen, der liebe Syriac. Jetzt hier Podolski gegen De Vite. Was macht er denn da? Flanke Balotelli. Hat den Flugkopfball probiert. Oh hier, was machst du, Maric? So, Ezekiel. Legiar. Syriac. Ui. Da hat er ein bisschen den Ball verschätzt wahrscheinlich. Und jetzt hier, Diabang. Diabang. Oh. Ich habe nicht mal dahin gezielt, aber egal. Diabang wird, wenn er kam, nur so noch 30 Verträge hat oder so, wird er sowieso ersetzt. So, jetzt Proto. Schlechter Abstoß oder ja, einfach schlecht gemacht. Jetzt Sweaten will er nicht. Gut. So, jetzt verpisst sich da mit dem Balotelli. Ja, Kagawa gewinnt natürlich noch ein Kopfballduell bei seiner Größe. Ist das nicht schwer? Er ist so groß. So, da schlechter Kopfball von Jack Wilshere. So, jetzt Maric zu Ezekiel. Besser wäre es für Syriac gewesen. Aber Maric will es natürlich kompliziert machen. Oh, komm, Ezekiel. Es wäre eigentlich ein Foul gewesen. Weg versperren. Zählt eigentlich heutzutage als Foul. Und da ist Sami Nasri. Balotelli. Oh, starke Parade von Proto. So, jetzt Nasri mit dem Eckball. Da ist, steht Fellaini. Oh! Ja. Da ist das Glück auf der Seite des Gegners. War ja klar, dass der Gegner wieder mal Glück hat. 16. Minute, 16, meine Glückszahl. Team of your dream. Also das ist alles andere als ein Dream Team, was der hat. Gut, Balotelli könnte man im Premier League Dream Team nehmen. Allerdings würde ich im Sturm Rooney und Aguero nehmen. So, jetzt Kagawa. Oh, der lädt. Was macht der da? Ja, und wieder so ein scheiß Glückstor vom Gegner. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wie kann man nur so Glück haben? Zweimal so ein beschissener Abpraller. So, komm jetzt. Ah, was macht der? Der dumme Serbe kann kein Fußball spielen. So wie alle anderen Serben. Ja, Balotelli. Kann mich mal. So, komm jetzt. Della Plas. Boah. Nicht mal einen Ball annehmen kann Syriac in diesem Spiel, oder was? So, komm jetzt. Was macht der Diabang in der Verteidigung? Was war das, bitteschön? Da ist Ezekiel gelaufen und er spielt den Ball nach hinten, obwohl ich einen Steilpass gedrückt habe.
Naja. So, das war auch ein sensationeller Pass von Almebek. Boah, Almebek, ey, zum Kotzen. Abseits. Kein Abseits. Gibt's das nicht mehr. Ist keine Regel mehr, Abseits. Kann man schämen, wo man will, es ist kein Abseits. Gut. Ja. Freistoß nützt Maya eh nix. Seht ihr? So ein scheiß Freistoß, ey. Da steht Delaplace und er spielt ihn eine Station weiter zu Ezekiel. Also dümmer geht's nimmer. Ja, halt die Klappe und gib mir den Ball. So. Boah, nur Fehlpässe. Ich habe dann etwa 50% Passgenauigkeit oder was. Schon wieder. Aber die laufen auch immer weg vom Ball, statt zum Ball. Ja, und jetzt läuft natürlich Ezekiel statt Legear. So, komm jetzt. Kannst du nicht mal einen Ball annehmen? Bumm! 2-1. Jawohl, Maric. Mann. Ja, Golasso. Hab verstanden. So, vor der Halbzeit muss auch der Ausgleich kommen. Das ist sehr wichtig. Boah, joi, Delaplace. Sehr schön gemacht, Delaplace. Ezekiel gegen David Luiz. Ezekiel ist schneller. Flanke zu Ciriak. Und Elfmeter, was ist jetzt? Ein Foul. Na klar. Hätte ich lieber einen Haken gemacht mit dem Ezekiel. Ciriak. No! Pfosten, nein! Das kannst du doch nicht machen, Ciriak. Mann, jetzt gibt es einen Konter und das 3-1. 100%. No. Sehr schön. So, jetzt ein Angriff noch. Aber mit solchen Befreiungsschlägen gibt es gar keinen Angriff mehr. Ah, oh, Ciriak. Jack Wilshere, der hat doch null Skill. So, komm jetzt, Proto. Einen genauen Pass. Ja, das ist gut. So. Delet. Der Verteidiger zuvorderst. So, Halbzeit. Leider nicht den Ausgleich gemacht. Ich war nah dran. Pfostenschuss von Ciriak. Tja, es ist unverdienter Sieg vom Gegner. Gut, zwei Schüsse hatte ich aufs Tor. Der zweite ging ja, wie gesagt, an den Pfosten. Aber jetzt muss ich sehr schnell den Ausgleich machen. Sonst wird der Gegner wieder so ein beschissenes Kiddy-Luck haben und das 3-1 irgendwie schießen. Ja, das ist doch ein geiler Pass. So, gute Flanke jetzt. Ciriak steht da, aber der geht nicht mal zum Kopfball. Er probiert es gar nicht erst. Diabang, ja. Das ist ja ein Behinderter, der Diabang. Safari, oh, wäre ich doch mit ihm gelaufen. Aber jetzt Ciriak. Oh. Delaplace, Ezekiel. Ezekiel? Lol. Irgendwie hat David Luiz eine Pirouette gemacht. Und den Ball geholt. So, komm jetzt. Ich bin am Dominieren hier. Oh, ich wollte zu Legia spielen. Mann. Ui. Rainbow Flick. Come on. Oh. Schon. Boah, du Idiot, der Leid. Wie wäre es einfach mit außenrum vom Spieler laufen, statt über ihn drüber zu rennen? Oh, ich hab's gesagt. Ich dominiere und dann kommt er vors Tor und zack.
Ja, was habe ich gesagt? Mbia, Scheißnigger, deine Mutter, du kleines Gossenkindchen. Ach, Mann. Was labert er jetzt von Chicharito? So, Podolski gegen Almebeck, die haben gleich viel Pace. Jetzt muss ich 3 Tore schießen und wir haben die 58. Minute. So, jetzt Ciriak gegen Clichy. Boah. Ciriak hat mehr Pace als Clichy. Ja gut, das wird halt kein Meistertitel. Leider. Ja, jetzt ist natürlich noch Freistoß. Am Arsch. No! Mein Gott. Was machst du da, Proto? What are you doing there? So, komm jetzt. Nicht mal einen Ball annehmen kann er. Und dieser dumme, glatzköpfige alte Serbe ist doch zu langsam für dieses Spiel. Schenkt dem doch ein bisschen Pace. Oh! Diabang, Ciriak gegen David Luiz. Boah, ich wollte... Spiel doch Maric, du Idiot. Mann, ich hab doch zu Maric gezielt. Jetzt zweitet er. Nee. Er wollte ein bisschen Zirkus machen. Boah, dieser scheiß Ezekiel kann den Ball nicht annehmen. Er kann's nicht. Zu dumm. Wenn er den Ball annehmen könnte, wäre er durch gewesen. Sprich, dann wäre Ciriak durch gewesen. Das wäre das 2:3 gewesen. Zu 99%. So, komm jetzt. Wenigstens auch ein Unentschieden herausholen, ihr scheiß Niggas. So, come on. Diabang, wer läuft da? De La Plas. Boah. Come on. Komm schon, Ciriak. Och, da steht Ezekiel im Weg. Du Scheißidiot. Mann, ey. Mann. So ein unverdienter Sieg für diese Scheiß-Kiddy wieder. Weißt du, das kann nur so ein behindertes Kind sein. Wer sonst nennt sein Team Team of Your Dream? Team of Your Dream, also bitte. Der kann nicht älter als 12 oder 13 sein. Team of Your Dream. Also, geht's noch? Er hat nicht mal einen Spieler mit, der eben verdammt gut ist. Balotelli hat er, ja, aber gut, Samir Nasri, gut. So, ja, den Ausgleich schaffe ich sowieso nicht mehr mit diesem dummen Ezekiel. Dieses Spiel war wieder mal ganz scheiße, der dumme Nigger. Geh wieder Baumwolle pflücken, das kannst du vielleicht. So, komm jetzt. Ciriak. Seht ihr, er kann den Ball nicht annehmen. Er ist schlicht und einfach zu dumm. Sogar ich kann das. Und ich bin nicht mal Fußballprofi. Und jetzt. Disconnect vom Gegner. 3-0 Vorfall für mich. Das wäre natürlich Hammer. Ja. Es war klar, dass ich jetzt im letzten Spiel um einen Meistertitel irgend so ein behindertes Scheiß-Glückskiddy bekomme. Und kurz vor Schluss werde ich dann wieder ein Tor machen mit Ezekiel. Nee, er schafft nicht mal das mehr. Tja. Dafür gibt es jetzt ein Tor von De Vite. Nee. Boah, Maric, du bist so ein Vollidiot, ey. Boah, was macht der? So dumm. Oh.
Mann. Ah, zum Kotzen sind die manchmal. Ja, fantastico. Jetzt ist es natürlich noch ein Foul von Ezequiel, ja, das krönt das Ganze noch. Mann. Ja, das Spiel ist zu Ende. Das kleine Scheiß-Kiddy hat gewonnen. Proto eine 9,5 beim Fellaini. Naja. Spieldetails darf man nicht sehen. Die sind hier, oder? Ja gut, er hatte 12 Schüsse, ich 3. Du bist aufgestiegen. Das ist der Trost. Wieder erstklassig. Liga Numero Uno. Sehr wahrscheinlich wird es morgen damit weitergehen. Ich weiß nicht, ob ich noch aufnehmen werde, weil ich ja ins Krankenhaus gehe. Wir gucken, da ist nichts, das sieht. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.